Du solltest dich als Mann möglichst darum kümmern, dass du diese Gewohnheiten aus deinem Leben raushältst. Ansonsten kannst du große Probleme bekommen. Ich spreche, wie du vielleicht im Thumbnail schon gesehen hast, von solchen Plattformen wie TikTok, Instagram, Snapchat, aber auch solche Sachen wie Netflix oder Amazon Prime. Kurz gesagt, alle Plattformen, die deine Aufmerksamkeit haben wollen. Und das Problem damit ist, und das musst du verstehen, dass diese Leute an deiner Aufmerksamkeit interessiert sind, weil sie dich abhängig machen wollen von ihrem Produkt. Das ist dann wie im Casino. Du kriegst ein kurzes Video, das vielleicht langweilig ist. Dann siehst du mal wieder ein kurzes Video, was sehr interessant ist, bevor du wieder zwei, drei Videos siehst, die sehr langweilig sind und immer darauf wartest, wann kommt denn wieder dieses interessante Video, ähnlich wie im Casino, wenn du in die kleinen Armautomaten immer wieder ein neues Geldstück reinschmeißt. Manchmal gewinnst du, manchmal verlierst du. Das, was wirklich abhängig macht, und deswegen ist Casino auch eine der größten Abhängigkeiten, die du haben kannst oder die du rutschen kannst, ist die Frage danach, wann werde ich die nächste Belohnung bekommen? Wenn du dir eine Droge injizierst, dann weißt du natürlich, die Belohnung wird direkt folgen. Wenn ich mir jetzt Heroin spritze, dann folgt die Belohnung direkt. Aber wenn ich im Casino unterwegs bin, wenn ich auf Social-Media-Plattformen unterwegs bin, dann weiß ich eben nicht, wann kommt der nächste Dopamin-Hit, wann werde ich wieder belohnt von der Plattform, und das macht dich noch abhängiger. Und wenn du dich mal umguckst im Alltag, wenn du dein eigenes Handy mal weglegst, dann wird dir auffallen, dass die meisten Leute gefühlt schon abhängig sind. Schau mal in der Bahn, schau mal auf der Straße, schau mal, wenn du unterwegs bist, wie viele Leute haben ihr Handy in der Hand, wie viele Leute sind mit ihrem Blick auf das Handy gefesselt, Männer sowie Frauen. Und was du dich fragen musst, ist, warum bekommt man das gratis? Warum kannst du gratis unterwegs sein? Warum darfst du gratis auf Social Media unterwegs sein, gratis auf Instagram einen Account haben, auf YouTube unterwegs sein, auf TikTok einen Account haben? Warum ist das gratis? Eigentlich ist ja nie was gratis. Und die Antwort ist sehr interessant. Der Punkt ist, dass du nicht der Kunde bist, sondern du bist das Produkt, beziehungsweise deine Aufmerksamkeit ist das Produkt. Deine Aufmerksamkeit ist das, was verkauft wird an die Werbetreibenden, die diesen Plattformen Geld bezahlen, um deine Aufmerksamkeit zu kaufen. Deswegen ist das gratis. Man gibt dir das Produkt gratis und will so viel wie möglich von deiner Aufmerksamkeit, und deswegen liegt es natürlich im Interesse all dieser Plattformen, dich so abhängig wie möglich zu machen, um dich für ihre Ziele zu nutzen. Und das schwächt dich natürlich offensichtlich als Mann, denn irgendwie schwächt es dich immer als Mann, wenn du dich anderen Leuten unterordnest, die dich für ihre Ziele benutzen, statt dass du deinen eigenen Zielen folgst, Klarheit für dich gewinnst und eine Vision dafür entwickelst, was du als Mann für dich in deinem Leben eigentlich möchtest. Und du kannst davon ausgehen, dass wenn du in diesen Gewohnheiten feststeckst, das Ganze immer schlimmer wird. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen, vielen Leuten telefoniert, vielen Leuten gearbeitet, die zum Beispiel in solchen Dingen wie einer Pornosucht, aber eben auch in der Social-Media-Sucht festgehangen sind. Und das Problem ist, das wird immer schlimmer, nimmt immer mehr Teile deines Alltags ein, macht immer mehr Teile deines Alltags, die vielleicht schon gut funktionieren, kaputt wie deine Arbeit. Vielleicht bist du gerade voll drin, ins Fitnesscenter gehen oder irgendeinen anderen Sport, den du machst, hast eine coole Freundesgruppe, und all diese Sachen vermindern die Qualität all deiner anderen Lebensbereiche auf Dauer. Aber das Gefährliche ist, das Gemeine ist, dass das Ganze schleichend passiert. Das ist kein Prozess, der von heute auf morgen passiert. Das ist nicht wie wenn, wieder das Beispiel, du Heroin benutzt und du wirst sofort abhängig, so sagt man ja. Aber es passiert über Zeit, es passiert nacheinander, und vielleicht bekommst du gar nicht so richtig mit, dass sich da was verändert. Und natürlich steht dir das für alle Sachen, die du eigentlich erreichen willst, im Weg. Denn was du eigentlich brauchst, um deine Ziele als Mann zu erreichen, oder vielleicht um erstmal herauszufinden, was deine Ziele als Mann überhaupt sind, denn sind wir mal ehrlich, die meisten Männer sind so ein bisschen in der Schwebe unterwegs. Viele Männer, wenn du dich draußen mal umguckst, folgen so ein bisschen dem stereotypischen Mannbild. Die mögen dann Bier, die grillen vielleicht gerne, und Fußball ist auch sehr interessant für die. Das sind halt so die Sachen, wie man Männer kennt. Das definiert einen Mann so ein bisschen, zumindest in unserer deutschen Gesellschaft. Und wenn du jetzt eben nicht genau weißt, wo will ich überhaupt hin als Mann, dann ist es natürlich einfach, dir so ein Bild zu nehmen, das bereits existiert, und es dir zu eigen zu machen, dich einfach anzupassen, einfach das zu machen, was Männer nun mal so machen, so sind Männer ja, statt herauszufinden, was du eigentlich selbst von dir und deinem Leben willst. Aber herauszufinden, was du selbst von dir und deinem Leben willst, ist eben schwierig, und eine der Sachen, beziehungsweise meiner Meinung nach eine der größten Sachen, die dir da im Weg steht, ist Ablenkung. Ablenkung kann natürlich in verschiedenen Formen auftreten. Auch wenn du ständig mit deinen Freunden unterwegs bist, kann das Ablenkung sein. Auch wenn du ständig auf Dates mit Frauen gehst, kann das Ablenkung sein. Wenn du bisher deine Mission, deine Vision, das, wo du für dich als Mann hin willst, was für dich als Mann wichtig ist, wo du morgens aufstehst und sagst, hey, da bin ich gerne aufgestanden, da habe ich mich gerne angezogen und habe den Tag sozusagen begonnen, um dieser Mission zu folgen, um das heute zu geben als Mann, das ist mein Geschenk an die Welt, wie auch immer das für dich aussehen mag. Aber wenn du dich ablenkst und diese Mission noch nicht gefunden hast, dann wird die Ablenkung eben weiter dafür sorgen, dass du so ein bisschen, ich sag mal, abgestumpft der Sache gegenüber bleibst und nicht tief eintauchen kannst, um letztlich das zu finden, was du eigentlich gerne tun würdest.
Und dabei ist es natürlich okay, wenn du dich mit Freunden triffst und es ist auch okay, wenn du mal eine Frau datest, aber eben Social Media. Social Media hat eben das Ziel, ich habe es dir eben erklärt, warum, dich so abhängig wie möglich zu machen. All diese anderen Sachen sind natürliche Belohnungen. Es gibt eben nur so viel Dopamin, was ausgeschüttet werden kann, wenn du auf natürliche Weise beispielsweise mit Frauen interagierst. Natürlich kannst du auch Online-Pornos schauen und das wird dann dafür sorgen, dass ein etwas übernatürlicher Dopaminhaushalt oder eine übernatürliche Dopaminausschüttung bei dir stattfinden wird. Und da kommen wir wieder an das Problem. Alles, was so ein bisschen gekünstelt, artificial ist, was erschaffen wurde, hat oft die Gefahr, mehr Dopamin auszuschütten, als wir als Menschen oder mit dem wir als Menschen eigentlich umgehen können. Wenn du jetzt einen coolen Tag mit deinen Freunden am See verbringst, dann wirst du dich auch freuen, dann wird das auch toll sein. Dann hat dich natürlich auch auf deiner Suche nach deiner Mission ein bisschen abgelenkt. Aber das Ding ist, dass es nicht so einen großen Dopaminschub in dir ausgelöst hat, wie Social Media und Abhängigkeiten dieser Art es in dir hätten auslösen können. Und das andere Problem ist, wenn du ein Mann bist, der vielleicht seine Mission schon gefunden hat, der weiß, wo er hin will, was natürlich eine ganz wichtige Sache für dich ist, um dich gut zu fühlen, um jeden Morgen mit einem gewissen Gefühl des Sinns aufzustehen, aber auch um Erfolg bei Frauen zu haben, denn sind wir mal ehrlich, natürlich geht es auch darum auf diesem Kanal, wenn du schon deine Mission gefunden hast, auch dann ist es ein Problem, wenn du so viel auf Social Media unterwegs bist, denn dann bedeutet das, dass dich das Unterwegssein auf Social Media natürlich vom Erreichen deiner Mission abhält oder vielleicht davon, deine Mission wieder neu einzustellen und einen neuen Weg zu finden, wenn du vielleicht an einem Punkt angekommen bist, wo du für dich merkst, okay, das klappt für mich nicht mehr so richtig. Das heißt, egal in welcher Position du gerade für dich als Mann stehst, ob du deine Mission noch suchen musst, ob du sie schon gefunden hast oder ob du sie vielleicht gefunden hast, aber gerade wieder auf einem Weg des Umwandelns bist, des Neufindens bist, an jeder Stelle wird das für dich ein Problem sein und das ist eine Gewohnheit, die du aus deinem Leben auf jeden Fall herausschaffen solltest oder nicht hineinlassen solltest, wenn sie noch nicht so tief drin ist. Ich zum Beispiel bin auf gar keinen Social-Media-Plattform unterwegs, außer YouTube und das benutze ich natürlich auch viel, um meinen eigenen Content, meine eigenen Inhalte zu kreieren. Aber natürlich auch das, du könntest jetzt sagen, Tim, du predigst hier davon, keine Social-Media-Inhalte zu konsumieren und machst aber selber welche. Guter Punkt ist natürlich vollkommen richtig. Und da geht meine Bitte auch an dich raus. Nutze diese Sachen richtig. Sitz nicht hier und guck all meine Videos hintereinander, sondern wenn du was von mir schaust und es hat dich irgendwie inspiriert, es hat dich irgendwie erreicht, dann versuch diese Inhalte auch zu nutzen. Versuche irgendwas in deinem Leben zu ändern. Du könntest dich zum Beispiel nach diesem Video hinsetzen, schnapp dir ein Blatt Papier, schnapp dir dein Tagebuch, wenn du eins hast, in dem du regelmäßig schreibst, was ich nur empfehlen kann und überleg mal, reflektier mal, wie ist denn das mit mir und meinem Social-Media-Konsum? Ist das vielleicht schon fragwürdig? Wie viel konsumiere ich? Check mal dein Handy. Oft kannst du nachgucken, wie viel Zeit du in gewissen Apps verbringst. Guck einfach mal für dich. Das ist der erste Schritt und könnte etwas Produktives sein, das du aus diesem Video hier mitgenommen hast und in dem Moment, wo du so mit Videos oder mit Content, Inhalten umgehst, ist es auch kein Problem. Natürlich kannst du mal was schauen, natürlich kannst du dich mal inspirieren lassen, aber wie es auch immer so ist, wenn ich mit Männern arbeite im Hinblick auf mehr Erfolg und Frauen haben, ist es so, dass die Theorie eigentlich nur 10% der Arbeit darstellen sollte, während die Praxis die restlichen 90% darstellt. Lies was über das Flirten, lies was darüber, wie man selbstbewusster wird, aber dann geh raus und interagier mit den Menschen, lern neue Leute kennen, lern neue Freunde kennen, geh in irgendwelche Veranstaltungen, zu einem Sportverein. Natürlich ist es am Anfang gruselig, flirte vielleicht eine Frau auf der Straße an. Das sind alles Sachen, die sind am Anfang gruselig, aber das sind Sachen, die lernst du nicht aus dem Buch, die musst du lernen, während du in der Welt unterwegs bist. Und da wären wir wieder bei der geringeren Dopaminausschüttung von allen natürlichen Belohnungsform, die wir da draußen in der Welt finden. Aber je weniger du dahingehend ausgerichtet bist, desto mehr wirst du auf diesen ganzen Social-Media-Geschichten verloren gehen. Und natürlich ist das auch einfach, weil du hast das Handy in deiner Tasche, du hast es immer dabei. Es benötigt nur ein paar Klicks und schon bist du drin. Und am nächsten Tag machst du es dann eben nochmal, kurz nach dem Aufstehen, mal eben 5 Minuten checken. Und so schleicht sich die Gewohnheit langsam ein, bis es absolut selbstverständlich für dich ist, dein Handy ständig in der Hand zu haben, dein Handy ständig zu checken. Und schon beginnen die wirklichen Probleme und der langsame schleichende Prozess, von dem ich eben schon geredet habe. Also als Konklusion, check deinen eigenen Konsum, guck, wo dich das hinführt, guck, wie klar bin ich in meiner Mission als Mann, weiß ich das vielleicht schon, muss ich es noch suchen und welche Rolle spielt Social Media in diesem Zusammenhang, wie sieht es bei mir aus, gibt es da vielleicht was, was ich verändern kann, was ich verbessern kann und überleg mal, steht dir das vielleicht dahingehend im Weg, wo du eigentlich hin möchtest und wenn das der Fall ist, dann übernimm oder unternimm die ersten Schritte, um das zu ändern, mach dir vielleicht eine Sperre in dein Handy, die dir dein TikTok, Instagram, I don't know, nach 2 Stunden sozusagen abschaltet, wo du dann nicht mehr darauf zugreifen kannst oder mach es wie ich, der damals einfach alles gelöscht hat. Auch Tinder zum Beispiel, eine Online-Dating oder die Online-Dating-Plattform, mit der man natürlich unterwegs sein kann, wenn man möchte, aber natürlich auch diese Plattform arbeitet mit dem Glücksspielmodell. Auch diese Plattform möchte dich abhängig machen, indem sie dir ein paar Mal Frauen zeigt, die dir vielleicht gefallen und dann wieder Frauen, die dir nicht gefallen, bis sie dir wieder eine Frau zeigen, die dir extrem gut gefällt. Und dann swipest du die Frau und dann hoffst du, vielleicht schreibt sie dir und dann schreibt sie dir, aber dann kommt es nicht zu einem Treffen. Aber du swipest schon wieder eine andere, die dir gut gefällt. Vielleicht klappt es ja diesmal. Das ist das
gleiche Prinzip, das gleiche, kriege ich jetzt die Belohnung oder kriege ich sie nicht Prinzip, das du auch auf allen anderen Social Media Plattformen findest. Und deswegen Achtung mit Online Dating, geh lieber raus in die richtige Welt, lebe in der richtigen Welt und hol dir dort deine Dopamin-Highs ab. Und du wirst sehen, wenn du Sachen in der richtigen Welt machst, in der richtigen Welt unternimmst, dann wird auf Dauer dein Leben immer besser werden. Pack das Handy weg, geh nach draußen, unternimm Dinge. Geh nach draußen bedeutet natürlich auch, kümmere dich um deine Karriere, kümmere dich um deine Fitness, kümmere dich um dein Frauenleben, wenn das aktuell nicht auf dem Punkt ist, wo du es haben möchtest. Aber raus aus Social Media und rein ins Leben.